Ja, hallo und herzlich willkommen zu Timișoara 2023. Und ihr seht es schon, heute geht es um etwas ganz Besonderes, nämlich den legendären Orientexpress. Ja, der legendäre Orientexpress, was hat er mit Temeswar zu tun? Das erkläre ich gleich ein wenig später, um den Orientexpress dann auch zu sehen. Er machte auf seiner Rückfahrt von Konstantinopel, heute Istanbul, Halt im Grenzbahnhof Kurtici. Und da musste ich natürlich erstmal von Temeswar aus hinfahren. Da ging es zunächst über die Autobahn. Ich musste da relativ zeitig losfahren in Temeswar. Es sind von Temeswar bis Kurtici etwa 80 Kilometer. Und um den Zug nicht zu verpassen, der so gegen 6 Uhr einrollen sollte, bin ich da also um 4 Uhr losgefahren. Auf der Autobahn, könnt ihr sehen, war noch relativ wenig los. Bin gut durchgekommen. Und da im Hintergrund wird es schon ein bisschen hell auf dem Weg nach Arad zuvor. Arad, die Stadt, die man erreicht, wenn man von Szeged aus Ungarn nach Rumänien rüberfährt. Und dort sollte es dann auch durchgehen, weil der Orientexpress früher hier, der in Temeswar, heute nicht mehr. Heute fährt er also Bukarest, Arad, aber in Arad hält er nicht an nach Kurtici. Hier jetzt bin ich schon in Arad angekommen, auch hier noch vor dem Aufstehen kaum ein Auto unterwegs, kaum ein Fußgänger unterwegs, was mir die ganze Fahrt ein wenig erleichtert hat, weil die Strecke durch Arad nach Kurtici nicht ganz so wundervoll ausgeschildert war. Da musste man zweimal gucken, um dann einmal richtig aus der Stadt wieder rauszukommen. Ja, und die Spannung stieg natürlich dann, als ich von Arad auf der Landstraße nach Kurtici gefahren bin. Rechts schon die Gleise, da wo dann der Orientexpress auch entlang fährt. Und obwohl es noch lange nicht an der Zeit war, dass er in Kurtici ankommen sollte, immer die Sorge, dass er mich gleich rechts überholen würde. Aber diese Sorge war unberechtigt und ich bin dann quasi nach recht angenehmer Fahrt im Auto auch in Kurtici gut angekommen. Der Bahnhof ist noch ein Bahnhof aus der K&K-Zeit, aus der Habsburger Monarchie. Hier sehen wir ihn von außen. Es liegt alles noch ein wenig im Schlaf. Und da gibt es nur wenige Angestellte, die um die Zeit unterwegs sind. Es waren ein paar Grenzpolizisten da und jede Menge Autos von Grenzpolizisten, die quasi da scheinbar die Gegend überwachen. Ja, und dann auf dem Bahnsteig selber steht noch ein Zug, 4 Waggons, schon mit der ungarischen Lok. Ein Zug, der nach Budapest fährt, und der ist dann auch relativ zeitnah losgefahren. Und dann blieb noch Zeit, ein wenig einen Rundblick über das Bahnhofsgelände zu machen. Hier werden also scheinbar verdammt viele Güter umgeschlagen. Hier kommt an, hier wird exportiert und importiert. Und Kurtici hat auch so eine Art Freihandelszone, wo extrem viele Autos hinter Zäunen stehen. Also schon eher ein Industriegebiet, wenn man so sagen will. Und ja, warten auf den Orientexpress, der dann schließlich ankommt. Und dazu passend natürlich soll es jetzt ein wenig Musik geben. Thank you.
Ja, ihr habt es gesehen, zwei Lokomotiven zogen diesen legendären Zug, der Eisenbahngeschichte geschrieben hat. Und für den einen oder anderen, der sich da nicht so richtig auskennt, der Orientexpress wurde also 1883 von der Compagnie Internationale de Wagons Leeds gegründet. Es ist ein belgisches Unternehmen, was auf Luxusreisen spezialisiert war. Und der erste Orientexpress verband Paris mit Giurgiu in Rumänien. Und es war natürlich eine bequeme Verbindung zwischen Westeuropa und dem Orient. Und die Strecke wurde im Laufe der Zeit verändert, angepasst, erweitert, um verschiedene Ziele im Nahen Osten zu erreichen. Und der Orientexpress selber hatte verschiedene Routen in seiner Geschichte. Eine der bekanntesten und wohl auch die längste führte von Paris über Straßburg, München, Wien, Budapest, Bukarest, Sofia bis nach Konstantinopel, also heute Istanbul. Und die Strecke wurde auch häufig als Simplon Orientexpress bezeichnet, da sie durch den Simplon-Tunnel, ich glaube, der ist in der Schweiz, in den Alpen, hindurchging. Und eine andere wichtige Route war also der Orientexpress des Ostens von Paris über Wien nach Budapest, Belgrad, Sofia und Istanbul. Und dann gab es noch den Balkan-Orientexpress, der führte dann über Budapest und Bukarest, und den Direct-Orientexpress von Paris nach Istanbul, der ging über Straßburg, Wien und Budapest. Ja. Und der Fahrplan war flexibel, man hatte also die Möglichkeit, verschiedene Städte und Länder zu bereisen. Und natürlich, der Orientexpress fuhr am Anfang nur bis Varna, weil also Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste, dort endeten die Schienen, und erst später wurde die Strecke nach Konstantinopel weiter ausgebaut. Die Reisenden sind da ausgestiegen im Varna, mussten umsteigen und die restliche Strecke dann beispielsweise mit dem Schiff fortsetzen. Ansonsten 1888 war die Strecke komplett bis Istanbul, und es wurde natürlich auch eine berühmte Strecke, eine romantische Zugreise allein durch die Anwesenheit vieler bekannter Menschen, die mit dem Zug gefahren sind. Es hat eine luxuriöse Ausstattung, erstklassigen Service. Also hier im Orientexpress 120 Passagiere mit 45 Angestellten, die sich da also um die Passagiere kümmern. Und der Zug wurde natürlich auch zum Symbol für Eleganz und Raffinesse. Und letztlich hat auch Agatha Christie mit ihrem Buch Mord im Orientexpress und auch der Film mit Albert Finney als Hercule Poirot von 1974 da extrem zu beigetragen. Ja, und in seiner Anfangszeit stoppte der Zug noch in Temeswar. Heute, wie gesagt, ist es nicht mehr der Fall, aber mir war es wichtig, diesen Zug wirklich mal live zu leben, wirklich mal zu erleben. Was macht diesen Zug aus? Und man hat wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Eleganz, Romantik und wirklich auch, ja, Tradition in diesem Zug stecken. Da ist also nicht irgendwo was dreckig außen. Da ist bis aufs kleinste Messingschild alles poliert, alles fein, vom Feinsten. Die Angestellten im Zug sind nett und freundlich. Ich habe mich da mit einigen unterhalten, und hier kleiner Blick in den Speisewagen und wie es dort aussieht. Da gibt es also noch richtig Gläser, richtige Sessel. Es ist einfach faszinierend, diese Sache zu sehen. Ja, diese alten Wagen, die wirklich toll in Schuss sind, die völlig in Ordnung sind. Und als der Zug im Bahnhof stand, verbreitete sich auf dem Bahnsteig ein leichter Duft eines leichten Parfums. Und diese Bilder hier, da danke ich Monika, die ich auf dem Bahnsteig getroffen habe, die auch den Zug unbedingt sehen wollte. Und die hat ein wenig mit den Angestellten geredet und hat dann quasi die Möglichkeit gehabt, auch drinnen diese Bilder zu drehen und einfach mal diesen Einblick zu bekommen. Wenn man es sieht und es mit heutigen anderen Zügen vergleicht, mit einem Interregio oder mit einem ICE oder sonst irgendwas, dann sieht man schon, wo die Unterschiede liegen. Ja, faszinierender Zug. Hier mal solche Plaketten
als Accessoire von draußen dran, hochglanzpoliert, da ist kein Staub, da ist nichts. Und hier einige der Angestellten nett, freundlich in ihren Uniformen zu einem Gespräch bereit. Also wirklich faszinierend. Jemand erzählte mir, er arbeitet seit 30 Jahren dafür und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Hier schon die ungarische Lok am Zug und dann fährt er auch nach einer Stunde Halt in Kotici wieder ab. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.